soll heiß hergegangen sein, Herr Alexander, in dieser Runde. Was hören Sie von diesem Treffen heute? Vielleicht können wir da mal direkt reingehen. Ja, in der Tat. Das war ja mit das längste Treffen und auch das konfliktreicheste. Man hat am Anfang schon zu streiten über das Impfen. Mhm. Da ging es auch um Schuldzuweisung. Weil am Anfang wurde ja die Bundesregierung kritisiert, weil sie die Beschaffung der Impfstoffe nach Europa abgegeben hat. Jetzt ist das Problem bei den Ländern, weil jetzt ist Impfstoff da, aber er wird nicht richtig verimpft bisher. Dann hat man sich gestritten über die Tests. Da ging es vor allen Dingen auf Kosten von Jens Spahn, der ja auch in diesen Runden zugeschaltet ist. Mhm. Und zum Schluss ging es wieder um die berühmten Werte, also die 50, die 35. Jetzt ist man wieder zurück bei den 50. Und dann, als alles schon fast durch war... Jetzt ist 50 wieder die neue 35 quasi. Ja. Und als alles durch war, ging es dann auch noch mal richtig ums Geld. Mhm. Das heißt, welches Geld? Es geht ja immer noch darum, wie viel man zahlt. Und Olaf Scholz ist der Finanzminister. Und eigentlich hat der Finanzminister ja die Funktion, ein bisschen auf dem Geld zu sitzen. Mhm. Also alle ziehen dran und er rückt nichts raus. Aber Olaf Scholz hat das ein bisschen ins Gegenteil verwandt und strahlt immer aus, wir haben ja genug. Weil er, glaube ich, in einen Wahlkampf gehen will, wo er ein Retter sein möchte. Und Markus Söder hat ihm heute mal ziemlich deutlich gesagt, dass das nicht sein Geld ist. Also die Kollegen von Bild beschreiben da eine Situation, eine Szene, die, wenn sie sich so zugetragen hat, und es gibt wenig Grund daran zu zweifeln, mal klar macht, wie hart es da zur Sache ging. Söder zu Scholz, ich weiß nicht, was Sie getrunken haben. Sie sind nicht der Kanzler. Daraufhin Manuela Schwesig, ausgerechnet von Ihnen dieser Auftritt. Und dann Söder zu Scholz, da brauchen Sie gar nicht so schlumpfig herumzugrinsen. Interessanter Dialog. Ja, in der Tat. Der zeigt, dass die Nerven blank liegen. Die Nerven liegen blank. Und was wir jetzt erleben, der Wahlkampf zieht in diese Runden ein. Also die SPD guckt sich immer schon vorher aus, wen sie anzählt. Im Moment ist das vor allen Dingen Jens Spahn. Mhm. Der wird dann heftig bearbeitet. Und Söder hat jetzt mal gezeigt, dass es auch von der anderen Seite geht. Heißt? Naja, also Olaf Scholz ist ja der Kanzlerkandidat und Markus Söder kann immer noch der Kanzlerkandidat werden. Ja. Und ich glaube, die beiden fangen jetzt schon an, diesen Konflikt auszutragen. Weil wir gerade über diese Konflikte, aber auch am Ende geht es ja auch um Vertrauen, auch in der Politik. Und das ist ja auch so einfach wie banal, aber auch wie genauso wichtig. Das wichtigste Vertrauensverhältnis im Moment in dieser Republik ist doch das Vertrauensverhältnis eigentlich zwischen der Kanzlerin und ihrem Gesundheitsminister. Was ist das für ein Verhältnis gerade? Was ist da passiert in den letzten Wochen? Also wenn man die beiden fragen würde, würden sie einem beide sagen, dass das ganz toll und intakt wäre. Aber genau, aber deswegen frage ich ja Sie. Ich würde vorschlagen, das nicht zu glauben. Weil wenn wir uns diese Woche angucken, die SPD hat eine Kampagne gestartet, die auf Herrn Spahn zielt. Dafür gibt es auch viele Anknüpfungspunkte, er hat auch Fehler gemacht. Aber erkennbar haben sie sich den ausgeguckt, um sozusagen den ganzen Corona-Frust abzuladen. Mhm. Und am Montag war das Corona-Kabinett. Und im Corona-Kabinett hat Frau Merkel die Teststrategie von Herrn Spahn verworfen. Kassiert. Ja, und zwar vom Tisch genommen und gesagt, das ist alles nicht gut genug vorbereitet. Also sie hat ihn, man könnte sagen, sie hat ihn hingehangen. So, also Herr Spahn kriegt im Moment es von beiden Seiten. Kann immer noch verdient sein, aber das sollte man im Kopf haben. Mhm. Das heißt, wenn dieses Vertrauensverhältnis nicht funktioniert, ist damit auch ein Teil des ganzen Problems beschrieben, in dem wir da gerade stecken? Nein, ich würde das nicht darauf reduzieren, dass sich da zwei Menschen nicht gut verstehen. Dafür ist die Sache zu komplex. Mhm. Aber es ist schon so, bei den großen Fragen der Pandemie, also wie werden die Impfstoffe organisiert? Da hat Herr Spahn eine Impfallianz organisieren wollen von vier Nationalstaaten und Frau Merkel hat es ihm aus der Hand genommen. Genau. Jetzt heute frisch die Teststrategie. Spahn hat eine eigene Teststrategie vorbereitet, hat gesagt, wir können am 1. März anfangen. Und jetzt hat Frau Merkel heute eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das machen soll. Und eine Arbeitsgruppe heißt ja immer, dass er es nicht mehr alleine macht, sondern mit anderen zusammen. Also, dass da ein Konflikt ist, das ist völlig evident. Heißt das übersetzt, Sie können das nicht? Also Sie, der Bundesgesundheitsminister, können das nicht? Oder warum nimmt sie ihm das aus der Hand? Naja, wenn sie glücklich wäre mit seinen Vorbereitungen, hätten wir seit 1. März die Tests. Aber wie kann denn einem Profi wie Jens Spahn zum Beispiel sowas passieren? Wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen. Da gibt es plötzlich diese Ankündigung, der schüttelt auch schon den Kopf. Die können es alle nicht. Ich meine, machen wir weiter mit dem Herrn Spahn, aber die können es ja alle nicht. Die ganze Truppe heute, entschuldige mal die Wortwahl, aber die ganze Truppe heute hat das Versprechen der Bevölkerung gegenüber nicht erfüllt. Vor einem Jahr, vielleicht kannst du sagen, vor einem Jahr haben wir Lockdown gemacht, weil wir nicht vorbereitet waren.
Da haben wir gesagt, wir machen Lockdown, wir nehmen die Schaden in Kauf, wir nehmen viel Geld, das ist ja unser Geld. Wir nehmen Geld. Schaden in Kauf, wir versuchen aber auch und wir nehmen Menschenleben zu retten. Das ist ja unser Geld, ihr dürft unser Geld verwenden und denen, die getroffen sind, helfen. Und habt ihr den ganzen Sommer Zeit, euren Teil des Deals zu erfüllen. Dass wir eben nicht bei einer zweiten Welle wieder Lockdown müssen. Ihr könnt Masken beschaffen, ihr könnt Testkonzepte machen, ihr könnt Risikogruppen schützen, ihr könnt Impfstoffe einkaufen und ihr könnt vor allem schon die Kapazitäten aufbauen für Impfstoffe. Haben sie alles nicht gemacht. Alle, die heute zusammensitzen, das ist nicht der Spahn alleine, der Spahn ist, die haben alle gemeinsam die Verpflichtung, die sie uns gegenüber eigentlich eingegangen sind, als Gegenleistung für unser sauberes Verhalten im Lockdown, nicht erfüllt. Und das ist für mich, Entschuldigung, es ist jetzt populär, es ist Staatsversagen. Das müssen wir auch mal so ansprechen. Und ganz ehrlich, wenn Herr Scheuer in der Kritik ist, wegen der 500 Millionen Schaden. Der Schaden hier, Sie haben es angesprochen, liegt bei 4 Milliarden Euro pro Woche. Und da frage ich mich schon, wieso nehmen wir es einfach so hin? Das ist jetzt rein ökonomisch argumentiert, ne? Der Nutzen ist ja auf der anderen Seite auch da. Der Nutzen, aber Moment, jetzt unterstellen Sie, dass ich sagen würde, nein, ich nehme hin, dass es Tote gibt, überhaupt nicht. Hätten wir ausreichend die Pflege und Altenheime geschützt, wo die überproportional große Anzahl der Todesfälle zu beklagen ist, dann hätten wir die nicht gehabt. Wir hätten einfach nur testen müssen, jeden Tag, jeden, der ins Altersheim geht. Und das hätten wir organisieren können. Und die Kosten dafür sind ein Witz verglichen mit dem ökonomischen Schaden, den wir haben. Und das nehmen wir einfach so hin. Schauen Sie nach Korea, schauen Sie nach Taiwan, da funktioniert das. Und wir nehmen es einfach so hin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich frage mich ein bisschen, warum die Bürger das so hinnehmen. Leben wir alle nur noch von Rente und vom Staat? Oder was passiert da? Weil wir haben wirklich Existenzen, die zerstört werden zurzeit. Und das ärgert mich. Entschuldigung, ich war noch gar nicht dran, aber es ärgert mich massiv, wenn dann hier Frau Merkel sich hinsetzt, von Hoffnung spricht und so weiter. Und wir alle gleich noch Mitleid mit ihr haben, weil sie ja so harten Kampf hat mit Herrn Spahn. Sie haben alle gemeinsam ihre Aufgabe nicht erfüllt. Und für die viel größte Wirtschaftsnation der Welt ist es eine Blamage. Da sitzt der Oberbürgermeister von Schweinfurt, der gerade eben sehr deutlich mit dem Kopf geschüttelt hat. Und speziell beim Wort Staatsversagen. Das ist natürlich ein harsches Urteil, ein harter Befund. Sie sind ganz anderer Meinung? Oder würden Sie sagen, ich verstehe, was Herr Stelter andeuten will? So brutal würde ich es mich nicht trauen zu sagen, weil eins haben wir doch auch verstanden in dieser ganzen Geschichte. Es gibt nicht den einen perfekten Weg und es gibt auch nicht den einen katastrophal falschen. Genau. Also ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich hier die Rolle der Politik übernehmen soll. Und das als Kommunalpolitiker, wo wir uns gern so ein bisschen raushalten noch Herr Müller aus dazu, der großen Bundes- und Landespolitik. Sind Sie nicht alleine. Aber es ist nicht so ganz so einfach und holzschnittsartig, wie Sie das jetzt dargestellt haben, wenngleich ich Verständnis habe, dass Sie das jetzt ein bisschen zuspitzen möchten. Ich finde, wir können das nicht so apodiktisch erklären. Wir haben nach meiner Meinung bisher diese Krise, und es ist ja die größte Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, relativ vernünftig und umsichtig und schonend überstanden. Das ist auch sehr allgemein gehalten. Ich weiß von vielen Schicksalen, von vielen Branchen, von Jugendlichen, von Kindern mit Schwierigkeiten. Ich kenne die volkswirtschaftlichen Probleme, ich kenne die Probleme in den Schulen, in den Kindergärten. Aber wenn wir uns mal jetzt wirklich vergleichen mit der Restwelt, dann muss ich sagen, haben wir auch die Bundes- und die Landespolitik sich bisher nach meiner Meinung relativ klug verhalten in einer Situation, die sich ja wöchentlich neu stellt. Es gibt keine Blaupause für diese Krise. Und alle Katastrophen, die wir bisher in unserem Land erlebt haben, waren regionale Ereignisse, wo man sich Hilfe von außen holen konnte. Die Situation ist jetzt eine andere. Wir können uns nicht Hilfe von außen holen. Wir sind innerhalb der EU ein bisschen auch auf uns selbst. Aber Herr Rebel, seien Sie mir bitte nicht böse. Und auch wenn es nach Mitternacht ist, Sie haben gerade gesagt, holzschnittartig, das ist das, was Sie jetzt auch gerade machen. Sie sagen, also der Textbaustein, da gibt es keine Blaupause dafür, so schlecht ist das gar nicht gelaufen. Das sind so Textbausteine, die habe ich sehr, sehr häufig gehört in diesen letzten Wochen und Monaten. Und ich finde, darauf können wir uns nicht mehr zurückziehen, um ganz ehrlich zu sein. Haben Sie verstanden, was Sie jetzt als nächstes sozusagen machen sollen? Haben Sie das genau erklärt bekommen, was für Sie als nächstes passiert?
Ich habe verstanden, dass die Bundeskanzlerin und die Länderregierungen einsehen, dass jetzt Lockerungen erfolgen müssen. Denn, und also da bin ich ja umsetzen, bei Ihnen. Was da heute beschlossen worden ist, ne? Wir haben gerade diese Pressekonferenz gehört. Haben Sie genau verstanden, was Sie jetzt als nächstes zu tun haben? Ich glaube, das hat keiner von uns so genau jetzt verstanden. Okay, aber ist das Teil des Problems, wenn Sie als Berufspolitiker das nicht verstehen? Sie müssen es umsetzen und wir alle müssen es dann irgendwann mitgehen, nicht nur mitgehen, auch einsehen und aus Überzeugung mittragen. Das ist doch der Punkt, um den es geht. Ja, sehen Sie aber, wir haben natürlich alleine in Bayern eine ganz, ganz heterogene Situation. Wir haben in Schweinfurt seit 2 Wochen die niedrigsten Inzidenzwerte in der Republik. Genau, deswegen sitzen Sie übrigens hier, weil wir Sie loben wollten ausdrücklich. Freut mich, ja. Ich gebe Ihnen gerne noch Gelegenheit dazu. Und wir haben aber wenige Landkreise weiter. Läuft hier. Wenige Landkreise weiter in Oberfranken, in Wunsiedel haben wir Inzidenzwerte über 200 und in den tschechischen angrenzenden Regionen über 1000. Das heißt, wir haben allein im Norden Bayerns eine ganz heterogene Situation und auf die versucht man jetzt länderseits und auch vom Bund einzugehen und gestufte Lockerungen zuzulassen. Das klingt wahnsinnig kompliziert und ich glaube, ich muss es mir auch noch mal in Ruhe ansehen. Wissen Sie was, wir hören einfach noch mal gemeinsam an. Haben Sie verstanden, Frau Schröder, worum es jetzt genau in den nächsten Wochen geht? Also was man nicht darf. Ich hatte mir das ja schon sehr genau im Vorfeld angeguckt, wie das so ungefähr sein könnte. Aber so ganz genau muss ich es auf unsere Situation noch mal adaptieren. Okay, ja, dann hören wir gemeinsam noch mal in den einen zentralen Satz rein. Bitte schön. Ein nächster Öffnungsschritt kann immer dann erfolgen, wenn eine stabile oder sinkende Tendenz nach 14 Tagen des vorherigen Öffnungsschrittes da ist. Das heißt, ich mache Öffnungsschritt 2 und sehe dann nach 14 Tagen, was hat meine Inzidenz erbracht. Ist sie stabil oder sinkt sie sogar? Dann kann ich den nächsten Öffnungsschritt gehen. Und wenn auf dem Weg zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten die Inzidenz von 100, also die Verdopplung von 50, passiert, dann muss ich, wenn das 3 aufeinanderfolgende Tage so ist, an dem 2. darauffolgenden Tag dann den Schritt wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt, so wie es vor dem 8. März war. Frau Schröder, haben Sie verstanden, wann Sie zurück auf los müssen sozusagen? Nee, so richtig nicht. Allerdings bin ich aus dem Krankenhaus durchaus gewohnt, dass relativ schnell sehr viele neue Vorgaben kommen, die auch so ist, dass ich sagen muss, ich verstehe das so gerade noch. Ob das, das kann man nicht jedem im Krankenhaus zumuten, das alles so zu verstehen. Von daher fühle ich mich da so ein bisschen wie in meiner beruflichen Heimat. Ja, das dauert ein bisschen, bis das ankommt. Herr Alexander, wir haben ganz viel hier auch über Kommunikation gesprochen, politische Kommunikation. Was ist das für ein Beispiel? Naja, das ist ja jetzt die Anleitung für Fachleute und wenn ich ganz ehrlich bin... für uns alle, ne? Ja, aber den Satz, wenn die Inzidenz 3 Tage hintereinander über 100 ist, kommt man im Lockdown wieder einen Schritt zurück, den kann man schon verstehen. Also der hat selbst mich jetzt nicht überfordert. Also ich finde... Es geht ja darum, wie wir das dann im Alltag tatsächlich zu leben haben. Ich finde, was... Das ist vielleicht auch interessant für die Zuschauer, was heute sozusagen passiert ist, ist ein Strategiewechsel, den Frau Merkel nicht gewollt hat. Frau Merkel wollte runter auf diese 35er-Inzidenz. Vor 4 Wochen hat sie auch mal mit der No-Covid-Strategie geflirtet. Da dachte man, es muss noch weiter runter. Und erkennbar hat sie das nicht durchsetzen können. Und jetzt machen wir offen auf, obwohl wir noch nicht da sind, wo Frau Merkel eigentlich dachte, dass wir sein müssen, um in Sicherheit zu sein. Also da ist ein Strategiewechsel passiert. Und der zweite ist, dass wir in ein Szenario gehen, wo es hin und her gehen wird. Mhm. Auch das hat Frau Merkel vorher immer gesagt, soll nicht passieren. Mhm. Weil das ist das ja, jemand macht auf und wenn die Inzidenz hochgeht, muss er wieder zurück. Und dann werden die Bürger natürlich verwirrt. Der Kaugummi-Kurs geht dann weiter. Ne? Ja, aber wir erhöhen den Schaden noch. Was passiert ist Folgendes. Wenn Entschuldigung, wir wollen wir ganz, ganz gut einmal ausreden vielleicht, ja? Ich finde auch ehrlich gesagt, ich bin ja durchaus dafür bekannt, dass ich auch kritisiere, wenn was falsch läuft. Aber diese Vokabeln Staatsversagen, das ist immer, als wenn man so eine Handgranate darauf wirft und dann verbale Handgranate, dann wächst da nichts mehr. Aber Staatsversagen, so viele Leute in Deutschland, auch in den Behörden, arbeiten wirklich gut. Da kann man
in anderen Ländern würden die froh sein, wenn die das hätten. Aber, das Problem, aber ganz kurz. Nein, aber nee, lassen Sie uns doch erstmal. Weil jetzt werde ich, bevor ich mich jetzt, ich will jetzt gar nicht in die Ecke gestellt werden. Nehmen wir mal das Beispiel. Digitalisierung der Gesundheitsämter. Aber wir wollten doch jetzt noch darüber sprechen. Das ist ganz operativ, wenn Sie zu mir sagen, das ist gut gelaufen. Herr Stelter, machen wir gleich, versprochen. Machen wir gleich. Trotzdem einmal noch mal kurz zu dem, was da heute passiert ist. Und dann streiten wir uns noch mal über einzelne Vokabeln. Also ich finde auch, das Wort Staatsversagen ist ein zu großes Wort. Was man ja immer spürt, ist das ernsthafte und aufrichtige Ringen sozusagen darum. Und diese Leute haben ja alle auch einen Eid geschworen, so einfach ist es ja nicht, nämlich den Eidschaden von diesem Land abzuwenden. Ja. Wenn man ihn rein ökonomisch definiert, so wie Sie, dann kann man das vielleicht so sagen. Ich würde den immer auch selbstverständlich medizinisch und gesundheitlich definieren. Ja. Und da haben wir viel Schaden vom Land auch abgewendet. So das haben wir auch. Ja, ja. Genau, das ist der andere Seite. Das ernsthafte Bemühen bei denen ist da. Es sind aber tatsächlich schwere Fehler gemacht worden. Nehmen wir die Teststrategie, was heute vorgestellt wurde. Wir setzen eine Arbeitsgruppe ein, die das jetzt vorbereitet. Diese Tests gibt es seit letzten September. Profis wie Frau Dr. Schröder konnten die schon im Oktober kaufen. Die Österreicher machen seit 4 Wochen Tests. Das war also möglich. Wir setzen jetzt eine Taskforce ein. Die Österreicher gurgeln schon eine ganze Weile. Ja, oder die zweite Neuerung heute, dass die Frequenz der Impfen gedehnt wird. Das machen die Engländer seit 4 Wochen, seit 5 Wochen und sind dafür von unseren Politikern kritisiert worden, das wäre zu riskant. Und auch, das habe ich schon öfter gesagt, aber es ist wirklich auch dramatisch, dass das mit dem Impfen so spät losgegangen ist. Also es sind tatsächlich Fehler gemacht worden und die muss man auch benennen. Und Frau Merkel hat sich sehr darauf fixiert, diesen Lockdown zu machen. Und ich glaube, noch heute treibt sie die Angst, dass wir zu früh aus diesem Lockdown raus sind. Und deshalb gibt es diese Schritte, die ja eigentlich Verzögerungen der Öffnungen sind. Und deshalb auch diese Skepsis gegenüber den Tests, weil sie hat die gleiche Angst, die sie letztes Jahr vor den Masken hatte. Als Frau Merkel damals noch vor den Masken gewarnt hat, hat sie ja gesagt, wenn die Leute die Masken nehmen, dann nehmen sie diese Abstandsregeln nicht mehr ernst. Und jetzt hat sie die Angst, wenn die Leute den Test haben, nehmen sie die Abstandsregeln nicht mehr ernst. Also sie hat diese Grundfurcht, dass wir zu schnell aus dem Lockdown kommen. Die kann ja sogar menschlich sympathisch sein. Aber das Problem ist, dass, glaube ich, der Eindruck zu Recht entstanden ist, der Staat bei uns, die Regierung fixiert auf den Lockdown. Und da ist es auch ganz kleinteilig, Flugschule, Fahrschule, Blumenladen, Bücherladen. Aber die großen Themen, das Impfen, das Testen, da hat es nicht geklappt. Aha. Wie? Sie sagen aha. Ja, weil ich das frage, was ist das? Gleich. Ich lasse Sie gleich. Ich würde trotzdem einmal gerne von Frau Schröder zunächst mal wissen. Wie bewerten Sie das, was da heute passiert ist? Also wir sagen, da ist jemand sehr fixiert auf Zahlen, da ist jemand sehr fixiert möglicherweise auch auf diesen Lockdown. Andererseits, sie hatte sehr häufig recht, muss ich sagen. Sie wissen, wie wir darüber gesprochen haben, die berühmten 19.200, von denen sie sagte, wenn wir so weitermachen, haben wir die im Dezember. Wir hatten sie dann schon im November. Dann ging das ganze Ding explosionsartig nach oben. Und was mir immer auffällt, ist in vielen Debatten, in dem Moment, wo es ein bisschen besser wird, legen wir wieder los und kritisieren und fordern Lockerungen und wollen dieses und jenes. Wenn es dann wieder enger wird, dann wird es sehr, sehr leise an dieser Front. Und dann sind wir froh, wenn wir einigermaßen gut durchkommen und wenn Intensivmediziner nicht sagen, pass auf, ich habe hier ein Problem, so wie jetzt in Tschechien zum Beispiel, wo eine echte Notsituation eingetreten ist. Wie bewerten Sie das aus medizinischer, aus infektiologischer, aus epidemiologischer Sicht, was da heute beschlossen worden ist? Also einerseits eine Mutante, die offenbar ansteckend ist, sehr ansteckend ist. Gleichzeitig reden wir über Lockerungen. Eine Kurve, die eher nach oben geht und wir machen auf. Also in welche Situation gehen wir da möglicherweise rein? Genau, also die Angst vor steigenden Zahlen, also die ist durchaus berechtigt, die kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil wir dann schnell in ein exponentielles Wachstum kommen, was wir wissen, was sich schnell aus dem Ruder geraten kann und was auch dann eben schwierig zu stoppen ist, insbesondere wo Entscheidungsprozesse manchmal lange dauern. Das haben wir ja letzten Oktober gesehen. Es hat lange gedauert, bis man sich zum Lockdown dann durchringen konnte. Und das ist natürlich eine Gefahr, weil die hohen Zahlen sind wesentlich schwieriger unten zu halten als die niedrigen Zahlen. Ja. Dann möchte ich dazu aber auch noch was zu dem, was Sie gesagt haben, dass Sie sagen, ja, wir hätten die Alten besser schützen müssen und so. Die Alten kann man auch nur dann schützen, wenn die Inzidenz insgesamt niedrig gehalten wird. Mhm. Und das ist schon ein relevanter Faktor, weil das immer dann gesagt, ja, dann müssen wir die Alten schützen, dann passiert ja eigentlich irgendwie nichts mehr. Wir sind hier in Deutschland, wir haben ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung hat irgendeinen Risikofaktor. Und wir haben ganz klar gesehen, wenn die Gesamtinzidenz
hoch ist, wird es auch in die Altenhilfeeinrichtungen eingetragen. Ich kann das gut beurteilen, weil ich betreue selber 400 Altenhilfe-Einrichtungsplätze. Mhm. Wir haben keinen einzigen Corona-Toten in der Stiftung Matthias-Spital. Das war nicht einfach, das so zu handhaben. Aber dann hat der Stelter einen Punkt. Also Sie haben das geschafft. Wir haben das geschafft, aber wir haben auch viel getestet. Ja. Aber da muss ich sagen, das haben viele andere auch. Und vielen anderen ist es trotzdem nicht gelungen. Und insbesondere da, wo die Inzidenzzahlen hoch ist, da geht es dann eben auch in die Altenhilfeeinrichtungen über. Also das heißt, die Rechnung so zu fahren, zu sagen, okay, wir machen einfach die Altenhilfeeinrichtung dicht oder testen da ganz viel, dann passiert da schon nichts, das funktioniert einfach nicht. Hat man übrigens in Schweden auch gesehen. Die Frage, wann man natürlich anfängt damit. Also ich bin bei Ihnen. Und ich möchte mal betonen, Herr Lanz, weil Sie gesagt haben, muss ich schon noch klarstellen für die Zuschauer. Natürlich sind mir Menschenleben auch wichtig. Und ich will das es gar ging nicht, um das Wort Staatsversagen. Wir können ja auch diskutieren, wir haben auch viele andere Bereiche, wo es auch viele Tote gibt, wo wir nicht so einen auf... Aber wir haben einen Gesamtkonsens, dass wir es bekämpfen wollen. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt als Laie, ich würde jetzt sagen, naja, wir hatten ja im Sommer tiefe Inzidenzwerte. Und wenn ich in dem Sommer angefangen hätte, da zu diesem Zeitpunkt mit einer massiven Testserie. Ich hätte getestet. Und hätte zum damaligen Zeitpunkt, bei jedem, der ins Altersheim kommt, dann hätte ich bereits sehr früh Herde entdeckt, hätte sehr früh eingreifen können, hätte steuern können. Und das wäre ganz, ganz billig gewesen. Da haben Sie sehr recht, das ist ein Teil übrigens der No-Covid-Strategie, wäre das auch gewesen für den Sommer. Aber lass uns doch mal bitte ehrlich machen, das wollte doch im Sommer wirklich keiner hören. Wer wäre das denn mitgegangen? Es gab die berühmte Schlagzeile, was, wenn die zweite Welle nicht kommt? Nein, das war quasi wie eine Drohung. Also nach dem Motto, ihr müsst genau wissen, was macht ihr mit uns? Vernünftige Strategien zu entwickeln. Das Problem bei den Altenheimen war doch das. Die Bundesregierung hat irgendwann gesehen, dass bestimmte Einrichtungen das super hinkriegen und bestimmte Einrichtungen gar nicht. Und dann haben sie gesagt, wir schicken euch die Bundeswehr. Aber die Landräte mussten die Bundeswehr anfordern. Und es gab Leute, die haben das nicht gemacht. Also es gab Landräte, die haben gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlen soll. Dabei wäre es vom Bund bezahlt worden. Also man hat eine Lösung, die man sich im Bund überlegt, die aber einfach nicht angewendet wird. Und das Gleiche haben wir doch auch bei vielen Hilfen. Also Scholz sagt so und so viele Milliarden, aber die Leute haben nicht die Webseite, wo sie abrufen können. So, und wir haben ein Problem gar nicht in der Erkenntnis, sondern in der Umsetzung. Und das ist tatsächlich ein Problem, was konkret bearbeitet werden muss. Aber nicht mit Schuldzuweisungen, sondern man müsste überlegen, wie kann man das konkret machen? Weil es ist natürlich schon ärgerlich, der Impfstoff wird in Deutschland entwickelt, überall anders schneller verimpft. Wird auch sehr viel Geld reingesteckt. Der erste Test Steuerzahlergeld, ist in 360 Millionen oder so. Nein, noch mehr. Aber der erste Test war in Deutschland, aber alle anderen testen schneller. Also ist schon eine Menge im Argen. Wie erklären Sie sich das? Na, ich glaube, deshalb habe ich das in diesem Leitartikel geschrieben, das geht auch über Corona hinaus. Wir haben als Deutsche dieses Bild, dass wir alles super hinkriegen. Also ich glaube, das kommt aus dieser Zeit 2006 Fußball-Weltmeisterschaft und wie toll wir waren. Und dann haben wir im Fußball gewonnen und durch die Euro-Krise sind wir viel besser gekommen als alle anderen. Dann haben viele Leute Verrückte gewählt und wir hatten immer unsere Merkel. Und es gibt so ein Selbstbild, dass wir das alles immer besser machen. Da sind wir ganz gut durch die erste Welle gekommen. Ja, wie wir heute wissen, auch durch Glück. Ja, aber wir haben, es ist ja auch sehr viel super in unserem Land. Aber wir haben halt auch echte Defizite. Also beispielsweise das Impfen. Das so stark zu organisieren mit der Priorisierung, ist ja abstrakt überlegt richtig. Aber der eigentliche Impuls muss sein, jeden impfen, den man kriegen kann. Also meine Nachbarin ist geimpft, ich bin noch nicht geimpft. Aber das ist doch nicht, dass ich jetzt neidisch sein muss, sondern das hilft mir doch, weil es ist einer weniger im Raum, der mich anstecken kann. Also man müsste sich freuen um jeden, der geimpft wird. Und da sind wir einfach, oder ich meine, gar nicht zu reden über den Datenschutz. Die Kanzlerin stellt vor, dass eine privat entwickelte App verwendet werden soll. Wir haben aber eine super teure staatliche App, die nicht funktioniert. Die beste der Welt, Zitat Ende, Helge Braun. Das muss ich jetzt schon zugeben, wenn ich Ihnen so zuhöre, fällt es mir ein bisschen schwer, dass ich so kritisiert wurde für mein Wort. Weil Sie haben gerade eigentlich, Sie haben ja im Prinzip gesagt, im Kleinen klappt es nicht bei der Umsetzung. Corona-App, Gesundheitsämter digital ausstatten. Aber den großen Themen hat es auch nicht funktioniert. Weil wenn Sie jetzt, Herr Lanz, sagen, man hat Angst gehabt, was passiert, wenn keine zweite Welle kommt? Das erwarte ich von der politischen Führung, dass ich den Mut habe, zum Zeitpunkt, wo die zweite Welle fraglich ist, zu sagen, ich nehme das Geld in der Hand. Und wenn ich heute lese in den Medien, glaube ich sogar bei Ihnen in der Zeitung, Herr Alexander, dass die Frau Merkel angeblich unter anderem gesagt hat, das Testen ist so teuer.
Ich habe das dann nur gelesen, ob das jetzt stimmt, weiß ich ja nicht. Mhm. Aber wenn das stimmt, dann muss ich einfach sagen, man könnte keine grundlegende Mathematik 4 Milliarden kosten pro Woche. Ja, wir hätten, auch was Impfung betrifft, wenn das wirklich stimmt, dass die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen billig einkaufen. Wenn wir 100 Euro pro Kopf ausgeben in Deutschland, sind das 8 Milliarden Euro. Das sind 2 Wochen, haben wir das Geld wieder raus. Wir haben keinen Lockdown, nichts mehr. Schauen Sie sich Großbritannien an. Wir haben die Großbritannien. Nochmal, ich wohne nicht, ganz wichtig, ich sage nicht die Politiker. Es gibt immer die Ausnahmen, logischerweise. Aber wir können doch nicht sagen, wir sind so, stehen so super da. Die Koreaner haben es im Testen gezeigt, die Briten haben gezeigt, mit dem Impfen. Was hat Boris Johnson gemacht? Boris Johnson hat eine Produktionskapazität gepachtet. Da war der Impfstoff noch gar nicht fertig entwickelt. Da hat er gesagt, hier, wir Regierung, wir pachten das. Er stellt aber Vorsicht, so macht man das einfach. Boris Johnson als leuchtendes Beispiel in dieser Pandemie, schwierig. Nein, aber ich glaube, es ist genau der Punkt. Man kann sich nicht die guten Seiten von Boris Johnson rausholen, ohne die schlechten auch bitteschön mitzuerwähnen. Vollkommen richtig. Boris Johnson ist einer der übelsten Populisten genau in dieser Geschichte. Trump, Bolsonaro, Johnson, das ist eine Linie. Ich sehe aber Sie können auch, nehmen Sie noch den Donald Trump dazu. Gottes Willen, ich will gar nicht jetzt die ganzen schlimmen Typen gut finden. Donald Trump hat auch gesagt, ich kaufe massiv ein. Und Joe Biden hat unter anderem auch deshalb sehr viel Impfstoff zur Verfügung. Was ich mit sagen möchte, natürlich ist es nicht richtig, nur mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, selbstgefällig, also alles super. Es ist objektiv gesehen nicht super. Und der Lockdown ist die primitivste Art. Der Lockdown ist die primitivste Art der Pandemiebekämpfung. Das ist ja fast wie in der Pestzeit, ja, mit Masken und so weiter. Das ist ja kein Fortschritt. Und das passt dann eigentlich zu Ihrem Bild von Deutschland. Ich sage, okay, wir sind halt geblieben in einer analogen Welt wie bei der Pest. Und die modernen Instrumente von App bis Impfstoff bis zu Tests wenden wir zögerlich an. Frau Schröder, Sie wollten gerade. Genau, also und danach hätte ich noch eine ganz konkrete Frage. Sehr gerne. Also ich würde Ihnen da gerne in einer Sache tatsächlich recht geben, weil was passiert ist, wir sind ja relativ gut durch die erste Welle gekommen. Und dann, wie Sie schon sagten, gab es eben die Überlegungen, passiert da noch eine weitere Welle und was passiert denn hier eigentlich überhaupt? Und das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, um sich so für ein Worst-Case-Szenario vorzubereiten. Und um da schon die Vorbereitung haben zu, was machen wir denn konkret, wenn die Fallzahlen wieder steigen? Und da haben Sie, gebe ich Ihnen vollkommen recht, wenn man sich so Pandemiepläne anguckt, wenn so eine Pandemie mal kommen sollte, die ja alle im Grunde in der Schublade haben, dann ist Lockdown ein Instrument, um einen in eine frühere Phase der Pandemie zurückzubringen, dass man noch mal überlegen kann, die Fallzahlen sind dann niedrig, wie machen wir es denn weiter? Und das ist sicherlich, und ich denke, da würden auch sehr viele Politiker zustimmen, in der Hoffnung, dass da irgendwie nichts mehr passiert ist, auf dieses Worst-Case-Szenario sich nicht vorbereitet worden. Das kann ich bin Mutter und ich habe das Thema mit den Schulen relevant gesehen. Ich glaube, mit den adäquaten Konzepten, also frühe Maskenpflicht auch für Grundschüler, Luftfilter. Ja. Aber auch die Tests zum Beispiel. Auch zum Beispiel die Tests. Wäre abwendbar gewesen. Seit Oktober gibt es die. Ne? Gewesen, die genau. Sie wissen ja, das. Genau. Haben Sie damals Tests besorgt? Ja, selbstverständlich. Allerdings ist es natürlich schon so, dass man diese Einschränkung wissen muss, dass es wirklich immer eine Momentaufnahme ist und dass diese Tests auch bei den asymptomatischen nicht so eine hohe Sensitivität haben. Das heißt, bei den Leuten, die asymptomatisch sind, können Sie nicht, wenn der Test dann negativ ist, sicher sagen, der ist dann nicht infiziert in dem Moment. Wofür Teste gut funktionieren, diese Schnellteste, sind als ein Public Health Instrument. So im Sinne von, dass eben häufig und mehrfach getestet wird und an der Breite getestet wird, weil die Idee ist, dann eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, die sehr infektiös sind, rauszufischen. Richtig. Und wenn Sie auch mal einen nicht rausfischen von denen, dann ist auch nicht schlimm, weil dann alle anderen... Dann fischst du halt den nächsten raus und hast den Cluster dann. Genau, und dann hat man das Cluster wieder und trotzdem müssen alle weiteren Maßnahmen natürlich auch weiter eingehalten werden. Also Sie können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt einen Schnelltest, aber worauf ich hinaus wollte, Frau Schröder, ist, da hat er ja auch recht. Und ich erinnere mich, Karl Lauterbach, der so viel gescholtene Karl Lauterbach, saß im Sommer hier und das wollte keiner hören. Sagte immer, pass auf, die zweite Welle kommt, wir müssen uns vorbereiten. Und deswegen finde ich es auch immer so unfair, wenn dann immer so dermaßen über Karl Lauterbach hergezogen wird, nur weil uns die Nachrichten nicht gefallen, die er überbringt. Ja. Leider muss man sagen, ein großer Teil davon ist leider eingetreten. Mhm. Auch die Teste zum Beispiel. Seit April gab es die schon, im Oktober dann die Schnellteste. Sie haben die besorgt. Sie haben wahrscheinlich auch darauf hingewiesen, dass es die gibt. Wieso hat sie da keiner gehört? Ich kenne Kollegen von Ihnen, die sagen, man kam sich vor wie so ein Dealer, der so hintenrum irgendwie heimlich Teste organisiert hat. Und immer so halb. Ja. Und ich bin gespannt, was Herr Remmele gleich erzählt, weil ich weiß von vielen Kommunalpolitikern, die fühlten sich teilweise genauso. Wenn man Herrn Matzen zum Beispiel aus Rostock hört, die haben Dinge getan, Leute getestet, gegen die ausdrückliche Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zum Teil. Das heißt, die waren immer so mit einem Bein am Rande der Legalität unterwegs, haben es einfach gemacht.
Ja, allerdings muss man die Limitationen dieser Tests halt sehr deutlich sehen, ob die wirklich so nützlich sind, wenn ich jetzt sage, also als einziges Instrument, ich will jetzt meine Oma besuchen, ich bin negativ, dann passt das nein, halt aber alles. Aber eines wenigstens. Ja, aber hier, es ist ein Baustein. Package, und, genau. Nein, es ist absolut ein Baustein und es ist, wenn wir jetzt über das Thema Lockerungen reden, dann muss das flankiert sein mit einer adäquaten Teststrategie. Das, ohne das wird es nicht gehen. Das haben aber wir wissen, seit Oktober gibt es das. Ja, wir haben jetzt bis Anfang März gebraucht, um zu sagen, da brauchen wir jetzt mal eine Taskforce. Ja. Also, genau, und zwei Drittel der Einzelhändler haben Angst vor dem Konkurs. Genau. Das ist das Ergebnis. Herr Remmele, wie haben Sie es gemacht in Schweinfurt? Haben Sie Schnellteste eingesetzt oder überhaupt Teste eingesetzt in der Breite sehr früh? Wie haben Sie es gemacht? Wir haben sehr früh auch auf Initiative und auf, muss ich sagen, auch auf Drängen und großzügige Unterstützung des Freistaates Bayern bereits im Herbst eine Teststrecke eingerichtet in einer ehemaligen Kasernenanlage. Die besteht weiterhin. Wir haben zwei weitere Schnelltests jetzt über das Rote Kreuz und über unsere Stadtwerke eröffnet. Also wir arbeiten mit diesem Instrumentarium jetzt schon seit Monaten. Seit Monaten? Ja, seit Monaten. Und wir hören gerade die Kanzlerin, die sagt, wir machen jetzt mal eine Taskforce zum Thema Testen. Nein, also wie gesagt, die bayerischen Testzentren existieren schon seit Monaten und werden vollständig auch für die Kosten vom Freistaat übernommen. Wie haben Sie das mit Senioren und Altenheimen gemacht? Gut, da haben wir natürlich versucht, möglichst durch eine sehr, sehr restriktive Besucherregelung bzw. bis ein Besuchsverbot, haben wir natürlich versucht, diese Menschen möglichst praktisch in eine Art Quarantäne zu versetzen. Aber haben Sie auch getestet? Nicht von uns aus, von der Kommune aus. Warum wir hatten dazu auch nicht das Material. Das muss ich, das haben wir immer noch nicht für diese Art der Schnelltests. Sie haben immer noch nicht das Material, um Altenheime ausreichend zu testen? Wir haben jetzt, wie gesagt, diese Testzentren und diese dezentralen Schnelltestmöglichkeiten. Ja. Aber wir warten jetzt natürlich, dass in dieser Woche schon die ersten Schnelltests uns erreichen, um dann zumindest die Schulen und die Kindergärten Darf ich nochmal, wirklich, weil es ist nach Mitternacht, es ist spät, muss nochmal nachfragen. Also, Sie haben nie Altenheime, Pflegeheime systematisch getestet? Das haben die Altenheime, die Pflegeheime von sich aus getan, ja. Was heißt wie, wenn Sie es, die hatten das Material? Sie sagten gerade, Sie hatten das Material nicht. Von der Kommune aus, wir als Verwaltung. Wo hatten die das dann her, wenn Sie es nicht hatten? Das kann ich mir jetzt nicht präzise beantworten, wo das Material her, aber es wurden getestet. Okay, also es gibt da offensichtlich viele Lücken. Ich habe Herrn Söder ja immer mal die Frage gestellt, warum das nicht massiv gemacht wird. Mhm. Er sagt, es wird massiv gemacht in Bayern. Sie sind ja Teil von Bayern. Ja. Also offensichtlich wurde es da nicht gemacht. Also wie gesagt, die Bayern waren mit die Ersten, die diese Testzentren eingerichtet haben. Testzentren, ich rede von alten Pflegeheimen. Ja, auch da wurde getestet, wie gesagt, nicht von der Kommune aus gestellt, sondern eben dann über die Gesundheitssysteme verteilt. Weil die Kommune nichts hatte. Wir haben keine, nicht diese Vorräte, die wir jetzt dazu verfügen. Ist das der Grund? Robin Alexander hat das doch gerade in die Runde geworfen, die Bundeswehr. Warum die Leute nicht abgerufen werden? Warum man nicht, haben Sie abgerufen, Bundeswehr? Wir haben Bundeswehr bei uns im Gesundheitsamt eingesetzt zur Verfolgung, zur Aufklärung. Ja. Aber auch vor Altenheim? Haben Sie die dort eingesetzt? Nein, bei uns waren Sie im Gesundheitsamt. Okay. Also am Telefon waren Sie. Am Telefon. Ja. Am Telefon und versucht, hallo, wen hast du getroffen? Das ist ja was anderes, als vom Altenheim zu stehen was hier passiert. Und systematisch zu testen. Mhm. Ist ja was anderes, ne? Das war die App. Die Bundeswehr hat da die App-Funktion wahrgenommen. Also die App hätte wahrnehmen sollen. Okay, aber wie kann das in einem Land wie Deutschland passieren, Frau Schröder, frage ich mich. Also ich bin ja hier nicht der Politiker, nicht? Nein, aber Sie sind ja auch in diesem System mit drin und so weiter. Das ist ja die Frage, die wir uns alle, bitte nicht als Vorwurf, aber es ist ja eine offene Frage in die Runde. Wie kann das in einem Land wie Deutschland passieren? Also ich finde, da sollte man konkret beantworten. Am Anfang hat Deutschland richtig Glück gehabt, weil nämlich der Test, der PCR-Test, also der eigentliche erste Test, der auch der relevanteste ist, hier erfunden wurde. Und wir diese Hausarztstruktur hatten. Deshalb wussten unsere Leute viel schneller, wo die Pandemie ist, als das andere Länder hatten, wo es mehr auf Krankenhäuser basiert ist. Ja. Das ist gut gelaufen. Und dann gab es im Sommer ein
ein politisches Problem immer noch mit diesem PCR-Test. Wir redeten ja jetzt gerade über die Schnelltests. Sie erinnern sich, genau. Damals sagte Markus Söder, jeder, der in Urlaub fährt, wenn er zurückkommt, macht einen Test. Und Spahn hat damals gesagt, das ist keine gute Idee. Weil das können wir gar nicht. Nein, auch weil es ist eigentlich so ähnlich wie jetzt wieder. Damit, manche Leute haben gedacht, ja prima, dann kann ich ja fahren. Und sie wären besser zu Hause geblieben. Und genau dieses, das ist auch ein Stück weit ein Menschenbild dahinter. Spahn wollte am 1. März mit dieser Teststrategie jetzt rausgehen. Jetzt reden wir über die Schnelltests, weil er dachte, dann, das gibt mehr Sicherheit. Ja, dann wissen die Leute, ob sie krank sind oder nicht. Und Frau Merkel denkt, lieber nicht zu früh. Lieber nicht zu früh, weil die sollen sich eben nicht zu sicher fühlen, weil dann werden sie unvorsichtig. Das ist aber keine Sache von Material, sondern das ist eine Frage von Politik. Von Menschenbild, wie Sie gerade sagten.